Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, wir stehen gerade vor der Stadt, die sich Fenmon schimpft. Ja, alle Wege führen uns letztendlich wieder zurück und ja, gehen wir mal rein. Sieht da schon atemberaubend aus, obwohl wir ja eigentlich wissen, wie es da drin aussieht. Aber jetzt werden wir richtig wissen, wie es dort aussieht. Aus. Also, der Rauch. Ja, wir kommen ja schon zu einer Lanze, mein Gott. Was ist ja schon wieder, Elvin? Mann. Ey. Allein schon wieder dieser Blick. Boah. Den kann man nicht vertrauen. Rückkehr nach Fenmont. In Fenmont at last. All thanks to you and the others. Can you believe this is where we first met? That feels like forever ago. I suppose it does. This probably isn't something I need to say again. But I know. There's no time for waxing sentimental. Right. Ich mag es nicht, wenn Charakter so denken. Oh, ich hatte ja schon mal was gefunden. Boah, bin ich gut. So, gibt's hier noch was? Ich kann mal mit niemandem reden, sehe ich gerade. Oh, Quest. Bist du nicht? Bevor ich es vergesse, hier. Essen. So. Du hast eine Quest. Traune Frage. Ich habe ja einen Brief, der nach Fort Gandala muss, aber wegen der momentanen Notlage kann ihn niemand ausliefern. Außerdem kommt da auch niemand rein. Was soll ich nur tun? Oh mein Gott, was soll ich nur tun, wenn mir doch nur jemand helfen könnte, der gerade zufällig meine traurige Lage mit angehört hat. Wirklich? Er werdet ihn für mich ausliefern? Vielen, vielen Dank. Der Adressat ist mein Vater. Er ist eine der Wachen, die dort stationiert sind. Oh, er arbeitet normalerweise am Westtor. Wenn ihr ihn seht, könnt ihr ihm bitte diesen Brief geben. Ist da was? Zur Hölle, machen wir jetzt schnell. Westtor, 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 Westtor. Wo ist denn jetzt der Westtor? Wo soll ich denn das wissen? Westtor? 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 Ohne Seife? Okay. Ich hab's so mit den Richtungen. Tut mir leid. So, hi. Erinnert ihr euch noch? Wir sind die Leute, die mal hier eingebrochen sind. Förster! Was? Ihr behauptet, ihr hättet einen Brief von meiner Tochter? Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir das hier zu bringen. Würde es euch etwas ausmachen, hier meine Antwort zu überbringen? Sagt ihr bitte, dass ich meinen Posten nicht ohne eine Genehmigung verlassen darf. Nicht einmal für den Tod ihrer Mutter. Das ist nun mal das Los eines Soldaten. Cool Story. So, dann gehen wir mal zurück nach Fenmont. Ach, jetzt können wir auch wieder da zurück. Da bis jetzt immer. Aber wir können sogar zum Schiff-Pflegeplatz. Da war ja immer grau unterlegt. Jetzt kommen wir wieder da zurück. Hahaha. Ha, ha. Er wird also nicht nach Hause kommen? Mutter sagte, sie wusste, dass er das nicht kann. Sie sagte, so sei das nun mal und dass aus diesem Grund sie ihn auch geheiratet hat. Sie starb mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Was? Ich frage mich, ob ich jemals verstehen werde, warum. Also, das war ein Beileidsbrief für die Mutter. Nimbus. Ach, das ist doch ein Heiligenschein, glaube ich. Ach ja, ich habe noch gar nicht geguckt. Was habe ich hier eigentlich für neue Sachen? Ich habe schon lange neue Sachen bekommen. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Hier ist nichts Neues. Ein Hut. Mini-Zylinder. Oh, schön, so eine Gothic Lolita. Ja, Kleidungsstil. Keine Ahnung. So, farbige Sonnenbrille. Nimbus. Ah, schön. Nee, aber machen wir erstmal Teufelsflügel. Oh. Warten wir erstmal. Geht schon bald wieder mit den Ohrringe. Lassen wir erstmal. Na gut. Lassen wir mit dem Kostüm erst einmal. Erst einmal wieder hier locker, normal durch die Gegend laufen. Noch eine Quest. Oh. Eisensand, cool.
So, wo müssen wir hin? Da sind die Shops und Gasthäuser und wir müssen zum Forschungszentrum. Wie kommen wir denn da rein? Da, okay. Na gut, das ist ja perfekt. Dann können wir erstmal überall anders hingehen, wie es sich gehört. Für einen erfahrenen Spieler. Erstmal dahin gehen, wo wir nicht hin sollen. So. Warum sind denn die Ränder so hell? Hey. Willkommen, kann ich euch etwas zu trinken bringen? Wir führen die exklusivsten Getränke der Welt, von der besten Mondlichtspätlese bis hin zum Keiler Whisky aus Aujoul. Nee, ich bin noch zu jung, ich bin noch ein kleiner Bub. Darauf wird sehr oft in diesem Spiel hingewiesen. Ist ja richtig exklusiv hier. Was sind die Ränder hier so? So auf der linken und rechten Seite, warum ist denn das so hell? Ist das normal? Hallo. Ich könnte meine Freundin den ganzen Tag dabei zusehen, wie sie Skyline bewundert. Und keiner von uns würde je den Blick abwenden wollen. Das Leben meint es gut mit uns. Cool Story, Bro. Oh, geil. Abwerfen, na klar. Ich weiß nicht, gell? Gilt das auch als Schatz irgendwie? Wer sind da so Tonzeichen? Sprechen? Nein. Ich guck mal kurz. Muss ich ja wissen. Ich werde zwar so oder so einsammeln, aber was soll's. Oh, dafür kriegt man eine Trophäe. Glaube ich. So. Und geht echt als Schatztruhe, ich weiß nicht. Ich wäre immer noch komisch, etwa. Was war das? War das jetzt hier im Spiel oder? Hey, hier wollte ich gar nicht zurück. Boah, ich komme gar nicht klar mit der Karte. Ja, genau die gleichen. Hä? Wieso komme ich auf der. Hä? Wieso komme ich denn auf der rechten Seite raus? Hier war ich doch schon, mein Gott. Warum bin ich verstrahlt? Na gut. Wir könnten mal was zu essen kaufen. Hier. Ich glaube, ich habe schon wieder paar Sachen zu wenig. Ich kriege zwar jetzt mal genügend Geld, aber ich will noch mehr. 85.000! Boah, was? Seit wann habe ich so viel Geld? Ich habe übrigens keine Offscreen-Kämpfe gemacht oder so. Ja, außer ein oder zwei, um die Aufnahme zu testen und so was alles, aber. Mein Gott. Kommt das alles von diesen Dingens? Von. Diesen doppelte Galt-Ausrüstungsgegenstand? Geil. Da bringt es ja voll. Boah. Wo ist der Waffenshop? So, ich könnte mich jetzt mal hier rechts umschauen. Oh, da ist ein Kind. Hallo Kindchen. Hey, ich kenne dich. Oh. Hey, dich kenne ich auch. Nicht schon wieder. Ihr wart auf dem Plakat, das Plakat mit dem bösen Menschen. Man nennt das ein Fahndungsplakat. Genau, das Plakat meine ich. Könnten wir die Vokabelstunde verschieben und losrennen, bitte? Warum sind Kinder die einzigen, die uns wiedererkennen? Kinder sind rein und unschuldig, man kann sie nicht so leicht hinters Licht führen. Wie du es sagst, klingt, als wäre ich ein Monster, das sich als Mensch verkleidet hat. Wir haben jetzt keine Zeit, das zu diskutieren. Er rennt wirklich hier weg. Ich will aber zurück. Ja, da werden von allen Kindern gehasst, was ist das denn? Okay, jetzt der Waffenshop. Aber ich gehe mal erst gucken, was wir in diesem langen Part hier noch machen können. Weil, na, dann brauchen wir hier irgendwie eine Dingens. Irgendwas, was wir kaufen müssen oder was weiß ich. Kann ja sein. Hey! Oh, pass doch auf, du Spacken. Okay, hier geht's nicht. Zoom. Vielleicht kommt ja in diesen Speicherpunkt. Oh, hi. Vielleicht kommt ja in diesen Speicherpunkt irgendwie ein Skit, so wie in Tales of Graces F. Und Rahmen schwarze Federn, geil. Ich brauche wieder 100. Für den 400. Stadtgeld haben wir wahrscheinlich noch nicht ausgegeben, kann das sein?
Egal. Ja doch, hier. Da glänzt was. 10 Gold. Yes. Na gut, was haben wir hier? Ja, Waffen. Die habe ich ja, als ich das erste Mal hier war, habe ich ja nichts gekauft. Also gut wie nichts. Ja komm, bitte seht euch in Ruhe um. So, was haben wir denn hier? Ja, du warst aber so schon mal hier. So, haben wir noch Tränke? Ja. Fenstertrünke brauchen wir nicht. Na gut, dann holen wir uns. Wie immer, Rüstung und Waffen. Wo ich wahrscheinlich schon voll überpowered bin, habe ich das Gefühl. Warte mal, mach mal so. Ja. Wer hat denn hier schon wieder zwei? Wer hängt denn jetzt zwei hinterher? Ja, du. Also bekommst du eine neue Waffe. Du bekommst auch eine neue Waffe, du hängst zwei hinterher. Ich mache das jetzt mal so. Du hängst zwei hinterher, du bekommst eine Waffe. Alle hängen irgendwie zwei hinterher, was soll das denn? Ey. Schon wieder voll überpowered. Ja, toll, jetzt sind die Dinger. Ja, Elise, du hast eine aktuelle Rüstung. Braves Mädchen. Ausrüstung. Alright. Now this is some pretty nice gear. You really are cutting an impressive figure. I don't know. You were pretty strong to begin with. Ta-da! Was? Look, everyone, look! Check out my awesome new duds! Not bad, not bad. Might look a tad classier if you cut off the price tags. Okay. So, da sieht man schon. Nee, lass mal erstmal. Ja. Wenn ich aber wegen der guten Rüstung und Ausrüstung jetzt aber ein leichteres Spiel habe, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann den Schwierigkeitsgrad ändern, weil zu einfach soll das Spiel natürlich auch nicht sein. Mein Gott. Ey, warte. Ist hier was? Los, Mila, lauf wieder über Wasser. Mach einen auf Jesus. Da hinten, da müssen wir doch rein, ne? Harold. Was ist denn hier los? Was ist im Labor passiert? Are you okay? Ich bin Arzt, keine Sorge. Professor Doktor, um genau zu sein. Mr. Eldon? Doc. Dr. Jude? Professor Doktor. Ich hab's doch gerade gesagt. Listen to me, Doc. She tricked us. One of the researchers was actually an Oshul spy. When I tried to arrest her, she blew up the entire testing chamber. Oh, lass mich raten, wer das gewesen sein könnte. Ich hab schon so eine Vorahnung. We can't waste any more time. Was dieses Mädchen in Rot? Ernsthaft? Die sah aber irgendwie nicht aus wie eine Forscherin. nicht wirklich, muss ich jetzt sagen. Vielleicht eine verrückte Wissenschaftlerin, das könnte vielleicht passen. So, ist hier was? Ist hier was? Warte mal, wir können jetzt einfach hier rein? Okay. Oh, hallo. Ah, okay. Da kann ich halt die Schätze einsammeln, die ich alle verpasst habe. Muahahaha. Und hier sind keine Gegner. Ich meine auch, ein Gebiet habe ich noch nicht erkundet hier. Dann würde ich da mal ganz schnell hinhoppeln. Hoppeli-poppeli. Und mal gucken. Können wir sogar im Abwasserkanal wieder. Wir sind noch hier, hat alles begonnen. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier hingehen sollte, aber so viel Lanze von Kresnik, ja. Ja, wo komme ich jetzt hin? Ah, klug gemacht. Ja toll, jetzt habe ich auf ewig den einen Schatz da. Hätte ich verpassen können, aber egal. Meine Zeit ist schon wieder um, ich mache einen Schnitt. Tschüss.